Hallo, Leute, was geht, Mann? So kalt, dass ich schon fast zittere, meine werten Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir sind back. Guten Tag, hallo, mein Name ist Roman. Mein Name ist Lars. Und zusammen sind wir Roman und Lars. Hallo, heute werden wir etwas Kaltes tun, aber dafür brauchen wir erstmal normales Licht. Unglaublich. Oh mein Gott, das ist so wack. Heute wird eine Folge und deswegen zeigen wir euch, was wir hier heute vorbereitet haben. Wenn ich schnipse, geht's los. Okay. Übrigens, ich habe hier heute den Arisu Ice Pullover. Und shop.arisu.de. Und wir haben hier Eis dabei. Genau. Und als erstes müssen wir das Eis, glaube ich, erstmal rausholen und dann drehen wir das Rad des Glückes. Genau, es geht tatsächlich um diesen Punkt. Das ist der Punkt, den jeder hier haben. Ey, pass auf, das ist der heilige Punkt. Und der Erste, der diesen Eisblock hier... Oha, da ist Gold drin. Und der Erste, der dieses Gold ganz da rausholen kann, darf sich den Punkt schnappen und sich einsacken. Und jetzt müssen wir mit dem Rad entscheiden, was wir für ein Werkzeug benutzen dürfen. Ich würde dann einfach mal anfangen und mein Werkzeug schon mal auswählen. Okay, let's go. Mach ja, der Eisblock schnell. Dieser Tisch ist ja, wir haben übrigens einen Tisch aus Pappe. Aus Karton. Jawohl! Nein! Boxhandschuhe! Ich hab Boxhandschuhe! Oh nein! Sehr gut. Okay, let's go. Was krieg ich? Augenzieher, Alter. Okay. Das ist so unfair, Mann. Hallo? Hä, warum fängst du schon an? So. Wie soll das denn funktionieren? Dann mach mal. Okay, der Erste, der den Goldbarren in der Hand hat, ganz, darf den Punkt behalten. Okay. 3, 2, 1. Wie soll das überhaupt gehen? Oh mein Gott. Oh ja. Was? Ich hab den Punkt aber zuerst geschnappt. Hä? Ist deiner kaputt? Wir gucken, ob du das Ding bei dir kaputt hast. Ja, aber der ist aufgeplatzt vom Eis. Nee, der ist aufgeplatzt, weil du da so raufgehauen hast. Ach, Quatsch, gar nicht. Doch. Da ist irgendwas drin. Das hä, ist meiner ist doch ganz geblieben. Wir lassen die Jury entscheiden, wer kriegt hier diesen Punkt. Ich hätte gesagt, wir teilen uns den ersten Punkt. Okay, der erste Punkt wird geteilt auf fair. Dann erster Punkt geht dabei. Und wir packen schon mal die restlichen Eisklumpen weg. Das war der erste Gegenstand. Ich liebe diesen Job, Leute. Ich räume jetzt auf. Okay. Damit kann ich nehmen. Nächstes Paket. Willkommen in die nächste Eisrunde. Eis, Alter, ich krieg's nicht mal auf. Vorsichtig. Hä? Oh, ey, ich hab was. Hä? Bei mir ist ein Diamant hier. Da ist ein Diamant. Da. Schau mal. Hey, siehst du irgendwas bei dir? Ja, sieht man den? Da ist so ein Diamant drin eingefroren. Guck mal, vielleicht von der Seite aus. Da sieht man ihn. Da glänzt so, glaube ich, ein Diamant raus. Oh, es ist kalt. Das ist das Gemeine. Man weiß nicht ganz genau, wo der Diamant ist, aber der Diamant ist aus Glas. Deswegen müssen wir da jetzt vorsichtig sein. Komm schon. Der Fuchsschwanz. Oho, ein Löffel. Da brauchst du keine Sicherheitshandschuhe. Was? Oh mein Gott. Alter, ich schwör's dir. Der ist einfach geplatzt. Ich sag mal, war deswegen, habe ich gerade den Block mit meiner Stimme zerbrochen, Mann? Ich hab gelacht und dann ist es zerbrochen. Das ist wie so Leute, die so ein Glas zersingen. La. 3, 2, 1, go! Guck mal, wie das da durchgeht. Selber auf der Hand drin. Aber ey, was soll das denn? Ist der da überhaupt drinne? Ich glaube, der ist da nicht mal drin, Mann. Ich hasse diesen Löffel. Hey, du musst den Löffel benutzen. Ich hab ihn. Hä? Ich hab den gerade eben noch in der Kamera gezeigt gehabt. Jetzt sehe ich den nicht mehr. Meister. Ich hab ihn gleich. Wo ist meiner? Hey, du Schummel. Nein! Ich hab ihn. Boah, war das anstrengend. Boah, sieht der schön aus. Wenn das ein echter Diamant wäre, dann würde ich jetzt keine YouTube-Videos mehr machen. Und der Punkt geht an Team Lars. Wo ist dieser? Der ich hab einen Punkt. Also, Roman, ich kann dir da jetzt auch nicht helfen. So. Das tut mir auch voll leid und so, aber ich leg mal meinen Diamanten zu meinem Gold. Ich habe diesen Diamant am Anfang gesehen und dann war der einfach weg. Ich
schwör's dir, da ist keiner drin. Hey, ich müsste den doch jetzt irgendwo hier sehen. Ich schwör's dir, da ist keiner. Alter, wie schön sieht das aus? Ist jetzt einfach Clear-Eis geworden. Da ist er! Da! Oh mein Gott! Guck dir mal dieses Eis so an. So, da sieht man gar keinen Diamanten. Ja, das dann ist ja auch Eis im Eis. Gut, da will er jetzt drauf. Der ist richtig schön. Aber der Punkt geht dann nicht, Mann. Nein. Nächste Runde. Diese Runde mache ich alleine, weil ich keinen Bock habe auf Lars. Jo, Sack. Warum fängst du ohne mehr? Okay, komm, lass die Dinger rausholen. Dritte Runde beginnt. Es geht um den dritten Punkt. Der zweite Punkt ging an Lars. Wow, können wir das bitte rausschneiden? Lass es drin, damit man sieht, was das für ein Ekelpaket ist. Los, das sind 500-Euro-Scheine! Sag doch, das ist Knete! Ich habe auch wirklich Angst, das schon kaputt zu machen. Ich möchte... Oh! Oh. Ey, ich wollte nämlich sagen, das wird schon... Also, du hast schon ein gutes Ding gezogen. Oh, ich habe heißes Wasser gekriegt. Ja, okay. Also ich muss sagen, wenn ich mir nur ansehe, wie das Wasser hier gerade qualmt, Mann, dann habe ich gar keine Chance. Ja, okay. In 3, 2, 1, go! Oh mein Gott. Das ist so unfair. Alter, das knackt richtig. Hör mal. Boah, Alter, bei dir sieht man Alter, wie clear. Der Batzen. Check das hier aus, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat man das drauf? Ey! Hey, was geht? Was soll? Oh mein Gott, meins ist gesprungen! Nein, ich hab meinen Geldschein beschädigt. Hey, was machst du da? Hallo? Hallo, was machst du da? Hä, hallo, das ist, hier. Hallo, hier, das ist ein Föhn, das ist mein Tool. Boah. Gott, meine Scheine sind so kaputt, Alter. Ich kann diesen Punkt gar nicht mehr bekommen. Ja, ich hab's. Aha, nein. Okay, kleine Idee an euch alle. Niemals einen Föhn mit so viel Wasser benutzen. Lars und ich, wir sind professionelle Stuntmans. Wir haben keine Versicherung. Nee, Mann, das zählt auch nicht. Die sind zu nass. Was, das ist aus Eis, Roman. Ja, und? Denkst du, die sind so richtig trocken, wenn du die aus Eis so nutzt? Wollen wir das als halben Punkt zählen lassen? Nein. Pass auf, das ist der dritte Punkt. Und daher, dass ich habe auch meinen, ich kann auch so bezahlen. Deswegen, gib mir einen Drittelpunkt. Nein. Ein Drittel? Nein. Ein Sechzehntel. Mhm. Pass auf, hier, die ist klein. Bitte, bitte nur dieses Stück. Okay. Weißt du, wollt ihr auch wissen, warum? Weil Roman die ganze Zeit versucht, mich irgendwie zu linken. Und deswegen nehme ich jetzt hier meinen Fächer mit meinen 500ern, trockne den und dann geht's mir besser. Es geht in die nächste Runde. What's inside the box? Oh, das sind Münzen. Münzen! Bitte. Wow, Tiny Hands! Und ich habe eine Kettensäge! Junge, zeig mal, was das Baby so kann! Also ich brauche dazu nichts zu sagen, aber trotz Tiny Hands, trotz vielleicht von außen hin schwach, aber diese Tiny Hands haben schon eine ordentliche Energie. Alter, ich sehe nichts mehr. Das mit der Kettensäge ist gar nicht so einfach. Da haben wir den Eisblock bei mir auf jeden Fall fixiert. Also Leute, nicht nachmachen, das was ihr jetzt hier seht, weil das hier ist gar kein Fall, Mann. Für richtige Erwachsene. Ich habe irgendwie voll Angst. Okay, die funktioniert, Mann. Wir legen los. 3, 2, 1. Ich gehe mit der Schwimmtechnik. Go! Aber, ja, es gibt auch ein paar Münzen, die hier durchgeschnitten. Oh nein, der Tisch!
Wie weit bist du eigentlich, Mann? Ich komme gut vorwärts. Kommst du gut vorwärts? Okay, Lars. Ich sag euch, also mit den Tiny Hands, das geht schon richtig gut, ey. Das hat super geklappt. Na gut, ich habe jetzt hier ein kleines Problemchen. Ich weiß nicht, wer jetzt hier gewonnen hat. Du hast keine Münze. Ich habe schon eine ganze Münze habe ich hier rausgeholt. Hier ist sie, Mann. Ich habe hier mit den Tiny Hands, guck mal, was ich hier für ein Loch reingebuddelt habe. Das Loch hast du da reingebuddelt? Ja, schau mal. Ich habe außerdem eine Münze komplett zerschnitten. Hier eine zerschnittene. Dann habe ich da noch mal eine zerschnitten. Guck mal. Ah, hallo? Hallo? Ich möchte den Punkt. Ich möchte den Punkt beantragen. Da ist er. Punkt. Wollen wir so, guck mal, so machen? Wir sehen uns in der nächsten Runde. So. Okay. Letzte Runde, Finale. Hä, was ist da drin, Mann? Digga, da ist eine Rolex drin. What? Da ist eine, also ich weiß nicht, ob es eine Rolex ist, aber da drinne, da ist eine Armbanduhr drin. Wie krass ist das denn? Wenn du da drauf schlägst, dann schlägt die Scheibe. Der für mich zuerst, bitte. Bitte. Boah! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Boah, an der Stelle, macht es bitte nicht zu Hause nach. Alter, was? Oh, wow. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, was? Oh, ich bin dran. Oha. Oha, was? Du hast hier noch nicht ganz draußen. Nee, noch nicht. Oh. Du hast jetzt nicht reingebohrt. Lars, mein dummes Ding kann nicht mehr. Junge, so ein Höhlenmensch, ey. Oh oh. Ich glaube, ich habe da reingebohrt, Mann. Ich bin fertig. Hast du sie? Ja. Oh mein Gott. Ich habe meine. Der Erste, der sie trägt. Der Erste, der sie trägt, Mann. Geh drauf! Nein! Deine ist kaputt! Ja! Das ist meine Schuld. Geh auf, Mann. Meine geht. Die ist nur hier aus dem Ding rausgesprungen. Och, Mann. Och, Mann. Was machst du da? Bist du durch? Ja, ich hab kleines Handgelenk. Yeah! Hä? Die Kamera hat's gesehen. Ich hab nur nicht so... Zeig mal deine Uhr in die Kamera, Mann. Fällt da was auf bei den Uhren, Mann? Ich hab in... Alter! Ich hab Alter, meine du hast ins Glas gebohrt. Aus Versehen reingebohrt. Guck mal, sieht man das? Deine ist ganz geblieben und ich hab in meine reingebohrt. Meine ist nicht ganz geblieben. Also ist das ein Unentschieden, oder wie? Nee, eigentlich hab ich gebohrt. Okay. Das hat voll Spaß gemacht hier. Lars, ich überreiche mir selber den Pokal! Wir haben zusammen gewonnen. Schaut euch unsere fetten Uhren an. Übrigens, meine ist irgendwie weg. Das ist keine Rolex, Mann. Das ist eine... Das ist eine Daytona. Das ist eine Shenzhi. Nice. Oh yeah, Leute. Ich würde sagen, das war die Iced Out Out Sachen Challenge. Was? Ihr wisst schon, was das heißt, Leute. Lasst ein Like da, abonniert den Channel, abonniert meinen Channel und ansonsten bis zum nächsten Mal. Alter, Junge. Eisblock. Okay, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, Alter Junge, hör auf! Dann gebt ein Like! Warte. Dann gebt ein Like! Räumen wir jetzt auf, du Sack. Und wir räumen jetzt auf. Bis später, ciao!